Tag, Leute. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander. Ihr habt es natürlich schon gesehen, es geht diesmal wieder um ein Buch, um ein ganz besonderes Buch, das liegt mir super sehr am Herzen. Endlich ist es draußen, nach langer Planung, endlich offiziell, ihr wisst Bescheid, der Zollverein steigt, passend dazu natürlich vom Klartext Verlag, mir zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt von den Autoren Ralf Kindl und Jochen Tack, Heimatwandern. Der Zollverein steigt, die grüne Erlebniswanderung im Essener Norden, ja, aus dem Klartext Aktiv Verlag. Heimat entdecken, schönes NRW natürlich, die Serie liegt mir sehr, sehr nahe. Dafür stehe ich, genau das mache ich, genau dafür. Ich bin wirklich sehr gespannt. Der Zollverein steigt ist inoffiziell schon mal geleakt worden, letztes Jahr, glaube ich. Da sind so die ein oder anderen schon mal den Weg abgeschritten, jetzt endlich offiziell. Und wie kommt man da drauf? Ja, einen Steig mitten in einem Industriegebiet zu machen. Also der dritte hier in Essen, wir wissen natürlich, der Baldeneysteig, allen vorweg, dann der Kettwiger Panoramasteig, jetzt der Zollvereinsteig, also ein Steig mitten in der Großstadt-Idylle, also mehr Urbanität geht nicht, und ich glaube, genau da liegt auch das Geheimnis, dass man hier einfach einen ganz besonderen Mix zwischen Grün und Industrie, Kultur und Industrie, Natur hat, den ich vielleicht selber auch noch nicht für möglich gehalten habe. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, die Wandersaison beginnt, der goldene Herbst, Achtung Spoiler, wird schon mal anvisiert, und dann nehmen wir das Buch live mit on track. Und mal gucken, vielleicht schließen sich noch die ein oder anderen an. Ich bin super, super, super gespannt, und dann blättern wir hier erstmal gemeinsam rein. Also, bleibt dran. So, das ist also auch für mich das erste Mal, dass ich hier das Buch auspacke. Ist noch gerade eben ist es gekommen per Post. Und jetzt sitzen wir natürlich hier im wunderbaren Essener Stadtwald. Hier auf meinem Walderlebnisfahrt hier direkt bei mir vor der Haustür. Es geht los, Heimatwandern, frisch aus der Folie. Ich bin gespannt, los geht's. Ich das an hier. Super, ich habe richtig Bock. Ja, gewohnte Aufmachung, da sind die Jungs. Also, wir gehen auf jeden Fall noch in die Tiefe. Wir nehmen das Buch mit live on track. Seid dabei, freut euch drauf. Bald ist Wandersaison. Hier mit dem Klartext Verlag. Heimatwandern. Auf dem Zollvereinsteig bei Potternander unterwegs. Kommt mit. Ha, super. Ja, Freunde, ihr habt es gehört. Die Wandersaison geht los, bald ist der goldene Oktober. Potternander unterwegs auf dem Zollvereinsteig. 26 Kilometer wird es lang, das wird nicht einfach, das sage ich euch. Trainiert wurde im Hochsommer sozusagen fast gar nicht, es war schlichtweg zu heiß. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Eine Erhebung ist natürlich die Fuhrenbachhalde, die gilt zu bewältigen. Ansonsten steht der Zollvereinsteig selbstverständlich auch dem Baldeneysteig und dem Kettwiger Panoramasteig in nichts nach. Ich freue mich super drauf und bin gespannt, was das Buch so hergibt. Mal gucken, ob mich der Track überrascht oder ob das Ganze ein Schuss in den Ofen ist. Urbanität trifft Industrie- und Naturkulisse, genau was für mich. Also bleibt dran bei Potternander. Ciao!